jetzt mal ein bisschen im geduckten Modus. Das kann ich euch leider nicht genauer zeigen, weil wir ja, wie gesagt, auf diesem Hardcore-Modus sind, wo alle eben nur in der Ego-Perspektive spielen können. Außer ich habe mir die Tastenkürzel umgelegt. Aber ich meine nicht, das wäre ja auch immer hier noch. Ja, also eigentlich müsste jetzt immer noch auf der Enter-Taste das sein und das kann ich nicht machen. Ich habe kein Problem damit, in der Ego-Perspektive das Spiel zu spielen. Von daher. Schade nur. Ah doch, ich wollte gerade sagen, dass man das um die Ecke lehnen nicht so wirklich benutzen kann, aber man sieht es doch. Das könnte man ja dann gut benutzen. Ich habe irgendwie Angst, dahin zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, da hinten ist auch noch irgendwas. Okay. Das ist das nächste Ziel. Erst da und dann da. Ich renne mal ein bisschen. Ein großer Kran, der wohl zum Bau dieses Gebäudes da hinten gedacht ist, aber irgendwie scheinen sie nicht fertig geworden zu sein. Warum wohl, was hier wohl geschehen sein mag, man weiß es nicht, aber man könnte spekulieren, dass vielleicht ein paar Zombies angegriffen haben, die allerdings nicht so präsent sind, wie man es erstmal erwartet hat. Oh. Das ist jetzt nicht so toll. Ich habe noch wen gehört. Gerade ein bisschen ruhiger sein. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, wenn man isst oder trinkt. Also ob die anderen das hören können. Ich bin hier echt schlecht gelaufen. Muss ich hier mal runter. Aber... ein Toter ist kein gutes Zeichen. Will ich an der Stelle mal sagen. Vielleicht aber auch an den vielen Zombies gekillt, gestorben. Boah, das ist gerade echt schwierig in der Ego-Perspektive hier durch. Was ist das? Ach, wieder so ein Gaspuddel. Wait, I help you. Wait, I help you. Ich glaube, die ist tot. Ja, die ist tot. Ich wollte ihr helfen, aber ich kam zu spät. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viele wir hier noch treffen. Scheint ja dann doch ein begehrenswerter Ort zu sein, wenn wir hier schon zwei Leute jetzt angetroffen haben.
Ich hatte mal auf einer Mauer so ein Scope gefunden, was man an die Waffe anbringen konnte. Deswegen hatte ich jetzt gerade mal so ein bisschen die Mauer abgesucht. Eine verrottete Banane. Die bringt uns jetzt nicht weiter. Ich glaube, so ein bisschen frisches Obst tut uns gleich auch mal gut. Dann hauen wir uns vielleicht mal so eine Banane oder eine Orange rein. Ich habe da wieder einen gehört. Ich habe gerade einen gehört, aber ich sehe niemanden. Oder bin ich das? Scheiße. Scheiße. Ich wollte da nicht runter. Ich habe mir meine Beine gebrochen. Ja. So, ihr habt gesagt, irgendwie geht das. Scheiße, ich habe die Stöcke nicht, ne? Doch. Nein. Das sind keine Stöcke. Scheiße, ich habe mir die Beine gebrochen. Ah, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Jus? Das ist echt dumm gewesen. Habe ich sonst noch irgendwas? Was ist das? Ach, das sind diese Wassertabletten da. Ah. Ich use jetzt einfach nochmal. Ich habe ja genug von den Scheißteilen. Wenn es hilft, ich habe keine Ahnung, ob es hilft. Die Dinger sind eh ruiniert. Können wir nochmal benutzen. So, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Nee. Scheiße. Das ist jetzt Mist. Suizidgedanken kommen auf. Nein, Spaß. Nee. Ah, das ist jetzt richtig kacke. Ja, ich kann nichts dagegen tun, mein Freund. Kriechen ist die Devise. Ja, scheiße, ey. Dann glitsche ich da so ein bisschen runter. Ich wollte nicht runter. Definitiv nicht. Ja, ich kann nichts machen, Jung. Und jetzt sieht man so wenig, ne? Tja, scheiße, ey. Wenn jetzt ein Zombie kommt, kann ich mich überhaupt wehren? Kann ich überhaupt aus der Position schlagen? Ich kann gar nicht hauen. Oh mein Gott. Ah, ich hab Hunger, ne? Moment, ich esse mal die Orange. Oh, das ist jetzt richtig blöd gelaufen. Jetzt bin ich mal hier oben irgendwo angekommen. Der will einfach nicht. Scheiße. Müssen wir irgendwie da hinten in die Gebäude reinkommen.